Alright, Leute, let's go. Gehen wir rein ins Daily Race. Wir hatten jetzt einmal aus Versehen den Fall, dass wir Medium-Reifen drauf hatten und da hatten wir ein okayes Rennen. Und einmal hatten wir den Fall, da hatten wir Medium-Reifen drauf und da habe ich mich sehr darüber geärgert. Wir sind jetzt auch mit ein paar A-Plus-Fahrern hier im Split. Sehr ausgeglichene Qualizeiten, das freut mich sehr. Wir haben, oh mein Gott, das sind ja 2 Deutsche und 6 Briten in den Top 8. Krass. AXO-Elemente im Twitch-Chat hat mir einen sehr guten Tipp gegeben, den gebe ich sofort weiter. Vielleicht ist es, wenn dieses Video rauskommt, schon zu spät für die Leute, die dieses Event hier fahren wollen und denen der Tipp helfen könnte. Aber vielleicht wird es bei künftigen Events nochmal was Ähnliches geben. Medium-Reifen im Quali, im Rennen musst du die harten verwenden, aber das Spiel stellt immer die Medium-Reifen ein. Tipp von AXO Elemente, der funktioniert. Harte Reifen im Quali einstellen, dann hat man sie auch im Rennen sofort und muss nicht nochmal umstellen. Ergo, wir sind auf der sicheren Seite und... Jetzt ist natürlich El Plan hier mindestens ein Podium rauszuholen, vielleicht sogar B1. Thumper Jane hat auf jeden Fall das Auto, das auf der Geraden dem Supra unterlegen sein dürfte. Vulture kommt hier nicht ganz so flüssig durch Orange, obwohl es eigentlich mein Job ist. Ich bin eigentlich jemand, der sich da grundsätzlich ein bisschen schwer tut. Da zwinge ich ihn fast schon ein bisschen in die Attacke. Oh, hier gibt es viel Gerangel, weil hier sind sehr viele Leute sehr langsam auf dem Fleck. Also, sorry an den mattschwarzen Nissan hinter mir. Das war natürlich nicht beabsichtigt und Thumper Jane verliert jetzt so viel Zeit, der ist jetzt über eine Sekunde hinter dem führenden Fahrzeug und hat ein bisschen auch ein laggy Fahrzeug. Es wäre cool, wenn er mich hier jetzt vorbeilassen würde oder so. Sagen wir es mal so, der Supra ist auf der Geraden so gut, das sollte eigentlich kein großes Thema werden im Renntrim jetzt. Irgendwann mal auf der Geraden hier eine ausreichend erfolgsversprechende Attacke zu starten, um hier vorbeizuziehen. Das wird vermutlich dann eher nach Orange passieren und boah, Vulture ist jetzt schon 1,8 Sekunden vor mir weg. Eieiei, da musste ich komplett vom Gas gehen. Dirty Air hat da auch ordentlich mitgespielt. Also ich bleib dabei. Der Supra ist ein viel zu starkes Auto. Das habe ich damals schon im Manufacturers Cup gesagt in Interlagos. Das sage ich immer noch. Ich meine, ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn er so bleibt und ich den einfach immer benutze, von mir aus. Aber ein bisschen mehr Varianz am GT3-Himmel wäre eigentlich auch schon ganz cool, oder Gruppe-3-Himmel. Ja, er möchte sich hier auch eigentlich nicht groß verteidigen, glaube ich. Der weiß halt haargenau, dass sein Auto hier in der Tendenz einfach viel langsamer ist auf der Geraden und in den Kurven ist halt gleich auf, aber was willst du damit dann? So, 2-3, ich bin da viel zu früh in den vierten gegangen. Frage ist jetzt natürlich, ob ich hier pro Runde die nötigen 3-4 Zehntel aufholen kann, um dann nochmal dran zu sein. 2-4.
Ah, da habe ich ja kurz gelupft. Trotzdem. Ne, wir verlieren beim Exit schon wieder was. Schade. Aber 2-2, 2-3, wir haben ein bisschen was aufgeholt zumindest. Mal schauen, ob das jetzt auf der Busstop bleibt so. Schaffe ich. Wieder mal aufgeholt in Las Tours. Was mich nach wie vor irritiert, weil ich bin in Las Tours nie gut. Zwei Sekunden glatt. Scheint im GT3-Wagen schon, aber auch nur in Gran Turismo tatsächlich. In ACC tue ich mich da immer schwer. In iRacing glaube ich auch. Ah, weniger als 2 Sekunden. Wir kommen ran. Das war eng. Einmal auf den Grünstreifen und kommst nie mehr auf die Strecke zurück. Das ist übelst fies im GT. Er ist sehr, sehr weit außen gewesen hier, glaube ich. ...1,8. Wir kommen näher. Pace sieht gut aus. ...1,7. Nein! Zu spät gebremst, warum auch immer. Bremspunkt war eigentlich wie immer. Wahrscheinlich zu wenig einfach. 4 Zehntel aufgeholt mindestens. Back to normal. Ich hole wieder nicht in Las Tours auf. Rouge näher gekommen. Let's go. Er fährt schon am Limit, also er nutzt da schon die gesamte Streckenbreite und so. Er weiß, dass wenn er ein bisschen nachlässt, ich da durchaus schnell wieder dran wäre. ...1,6. Nein, nicht denselben Fehler kopieren wie der Vordermann. Oh Gott, ich habe keine Zeit verloren, aber nichts gewonnen. Schade. Oh Mann. ...1,5. Also wir sind hier, glaube ich, beide gerade am Limit und manchmal auch einfach drüber oder weit drunter. 0,6 Sekunden, also dadurch, dass wir am Limit operieren, passiert auch einfach sehr viele Fehlerchen hier gerade. Und wie gesagt, dadurch manchmal weit drüber, weit drunter.
1,4 Sekunden. 2,19,8. Trotzdem schneller gefahren als seine Bestzeit vor zwei Runden. Eins, let's go. Eine Sekunde glatt. Dann macht Auto so machen, ich mache ihn so. Ich kam da wieder sehr viel besser an den Scheitel ran als er. Direkt eine halbe Zehntel wieder ran. Windschatten, sehr schön. Boah, ich habe das Gefühl, da ist er fast schon zu weit außen gewesen. Krass. Ah, wirklich am absoluten Limit, um hier die 19. aufrecht zu halten. Da klippt er das Gras kurz. Wieder 2 Zehntel liegen lassen. Quersteher. Na, ich musste hier kurz liften beim Exit, weil ich halt nicht an den Kurvenscheitel rangekommen bin. Aber der Windschatten regelt, wir bleiben ab jetzt ein bisschen dran auf den Geraden zumindest. Na, ich wollte mal kurz liften, um zu schauen, wie die Dirty Air sich auswirkt. Nicht, dass ich da extende und eine Strafe bekomme. Das hätte das Rennen ganz schnell beendet. Oder zumindest dieses Duell hier. 2,19,8. Also Consistency ist schon durchaus gegeben mit den letzten 2 Runden. Und 5. Noch 3 Runden. Ja, das ist halt für mich jetzt eigentlich eine ganz okaye Position, weil, ey, wenn man halt einen kleinen Fehler macht, dann bleibt man halt Zweiter. Für ihn ist es halt, mach einen Fehler und du bist Zweiter, weil, und da bist du halt nicht mehr Erster, so, das ist halt der Unterschied. Zum Beispiel jetzt hier Fehler gemacht, weißt du, er wäre direkt im Zweikampf gegen mich gewesen, ich bleib einfach dran, ist okay. Oh, er kommt da nicht an den Scheitel ran, krass. Hier schon. Bist du weit rausgekommen? Ja, das meine ich, den Körper möchtest du da nicht mitnehmen. Das habe ich in einem Rennen gesagt, was so ein bisschen zurücklag noch hiervon. Ah, Rennen vorher. Puh. Ganz leicht das Gras außen geklippt. 03. Da habe ich innen jetzt mal das Gras geklippt. Immer noch 03. Das Gefühl, er ist ein bisschen später auf die Bremse. Nope, ist er nicht. Unangenehmer, ungemütlicher Quersteher. 2,21,0. Der Druck wächst, die Zeiten werden langsamer.
Muss er noch zwei Runden ohne Feder überstehen? Null zwei. Ist wahrscheinlich irgendein Vogel oder ein Flugzeug oder sowas? Geier. Stimmt, war das nicht in Seven vs. Wild Staffel 2 Thema? Black Vulture? Der ist richtig glücklich. Ja, ey. Das ist Motorsport in bester Form, finde ich gerade. Die Dirty Air tut hier schon ein bisschen weh, bin ich ganz ehrlich, ne? Okay, jetzt kein Snap hier. Ausgang Busstop. Let's go, 0-2. Snap gehabt, trotzdem eine Zehntel weniger Rückstand als eben. Wieder eine 21-0, der Dude hinter uns kommt so nah ran. Das war ein super Run. Boah, das war übelst gut. Oh mein Gott. Und da ist er auch so fair und sendet nicht irgendwie noch. Oh, bitte nicht. Ich will dieses Ding gewinnen jetzt. Bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, aber man kann echt sagen, der Dude war so nervös und er hat trotzdem keine Fehler gemacht. Der ist halt am Ende jetzt 21er Zeiten gefahren, sobald ich dran war. Also da merkt man schon, wie viel Druck im Raum stand. Aber es war ein übelst geiler Fight bis hierhin auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, auch von beiden super Rennen. Hat jetzt deutlich mehr Speed gehabt beim Exit. 5/10, 4/10. Ich hoffe, er versucht es einfach nicht mehr. 3/10. Hat auf jeden Fall durch Blanchimont gelupft. Ich sehe das als Nicht-Angriffspakt. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Wenn du jemanden rausschiebst, weiß ich nicht. Ob ich da nicht nochmal vom Gas gegangen wäre. To be honest. Also zur Ausnahme blende ich jetzt auch mal das Replay im Uncut-Video dann auch gerne mal ein. Also mir kann mal jemand sagen, ob er findet, dass das eine legit Sache ist, dann halt.
Also wir schauen es uns mal aus seiner Perspektive an. Also ich weiß halt nicht, ob ich da nochmal reinhalten würde, wenn ich dann der Grund dafür bin, dass der Gegner einen schlechten Exit hat. Finde ich halt nicht so cool, to be honest, weil... Der trifft mich halt jetzt. Der ist gerade mal auf halber Höhe meines Fahrzeugs. Ja, mit Biegen und Brechen. Schieb mich hier raus. Ja, was erwartest du jetzt für einen Exit von mir? Also... Verstehe ich nicht, also... Rall ich halt einfach nicht. Schade, war bis dahin echt geiles Rennen. Da war sicherlich keine große Absicht dahinter, aber er hat mich halt de facto rausgeschoben an der Stelle. Weiß ich nicht. Irgendwie unbefriedigend das Ende. Leider sehr. Leider sehr, ja. Schade, bis dahin war es halt ein sauberer Kampf, sehr schöner Kampf, aber dass er da nochmal für so eine Lücke reingeht, so spät sich reinbremst, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.